Mit dem Dekret 696 sollen in Zukunft Häftlinge einheitliche Kleidung in den Gefängnissen anziehen. Kritik an dem Dekret kommt vom Juristen Köksal Bayraktar von der Galatasaray-Universität. Diese Situation wird das Recht auf Verteidigung und fairen Prozess negativ beeinflussen, so Bayraktar. Es sei eines der Grundprinzipien eines jeden, mit verschiedener Kleidung vor Gericht gehen zu können, schreibt Bayraktar in der Zeitung Cumhuriyet. Bis zum Beweis seiner Schuld gilt er jeder als unschuldig. Der Strafrechtler kritisierte zudem, dass das zu einem psychologischen Druck bei den Betroffenen führt, wenn diese mit Gefängniskleidung vor Gericht erscheinen müssen.